Bitcoin, wie geht's dir? Oh, ein paar Drive-Bys. Was? Uns geht's super, wir chillen ein bisschen. Ich chill ein bisschen, dies, das. Ich wollte dich auf ein Eis einladen. Auf ein Eis? Ja. Ich habe gerade sehr leckeres gegessen, Hermano. Ben & Jerry? Leider nicht, aber selbstgemachtes Eis. Ja, dann kannst du ja noch eins essen. Ich glaube, in deinem Bauch passen mehrere rein. Ja, laut euren Caller kann ich ja sehr gut essen, das stimmt. Ja, ich hab aber gesagt, er soll sowas nicht mehr machen. Das wird er auch nicht in Zukunft, alles gut. Willst du jetzt ein Eis mit mir essen? Ich will wissen, Sosa, wie es weitergehen soll mit euch. Mit uns? Ja, das können wir auf dem Eis besprechen, oder nicht? Hermano, wieso soll ich verdammte Scheiße nochmal mit dir ein Eis essen gehen, Sosa, wenn deine verdammte Familie mehr der Master her ist, der OG von euch, der ja alles zu sagen hat, der sogar Sepp rausgeekelt hat? Wie soll ich das machen, wenn er sowieso allem widerspricht, was wir besprechen? Ja, das können wir ja auf dem Eis besprechen. Ja, geil. Warte, das ist Sägen. Keine Ahnung, ihr eigenen... Ey, yo, Sägen, ich fahr jetzt ins Schlafzimmer deiner Schwester. Das ist nicht Sägen. Kommt, das ist Jiggy. Familienabend hier. Wo können wir denn hier ein Eis essen, Sosa? So Ampere auf romantisch, weißt du? Ampere? Warum nicht? Da gibt's Safe Eis. Oder wir können dahin gehen, wo wir damals waren, weißt du noch? An diesem Tor, an diesem Damm. Weißt du, wo das ist? Wieso hat Hedis diesen Hass gegen uns, Sosa? Und wieso habt ihr so Hass gegen uns? Haben wir nicht. Habt ihr nicht? Ich war immer wieder bereit, euch zu vergeben. Immer und immer wieder. Bereit, euch zu vergeben. Das weiß ich nicht so genau, Mann. Weil du nie da bist, Sosa. Nee, das weiß ich nicht so genau, weil ich das irgendwie nicht glaube, dass du... Guck mal, wenn du uns jedes Mal vergeben wolltest, oder wenn du mit uns Frieden schließen willst, warum kommen dann Provokationen? Immer und glaub immer mir wieder. Nicht. Frag Sepp einfach. Frag Sepp, wieso er gegangen ist. Und wieso hat Marcel Playboy geblattoutet, soll ich dir sagen, wieso? Hör zu, Hermano, ich zeige dir, ich beweise dir, dass Marcel Heeres psychisch nicht labil ist. Der psychisch labil ist. Soll ich dir sagen, wieso? Ich habe ihn einfach nur ein Bild von mir und Playboy geschickt, ein Selfie, und sagte, Playboy, hör lieber auf Playboy, er ist ein Guter. Er wird dir jetzt gleich ein Geschäft vorschlagen, geh drauf ein. Hermano, Playboy hat nichts gesagt. Er hat ihn sofort geblattoutet. Playboy hat nichts gesagt. So spiele ich mit Heeres. Gar keins, er hat gar nichts gesagt, wie gesagt. Ich habe es mir ausgedacht. Und wie bist du zum Selfie gekommen? Ich habe einfach ein Selfie von mir und ihm gemacht, er war ja da. Das Lustige ist, ihr wart alle da. Ihr hat alles angefangen, Mann. Wo du damals auf Flucht warst, Mann. Als die Blatz deinen Arsch wollten und du dich verstecken musstest. Ja. Von Hintergrund habe ich mir mein Kartell aufgebaut. Und da habe ich dich sogar noch gefragt. Ob ich mit in dein Kartell will. Ganz viel Liebe, ja, ich weiß. Aber ich wusste schon damals, das ist nichts für mich, Mann. Ja, das stimmt. Du bist auch ein Blatt. Das weiß ich mittlerweile. Damit habe ich mich abgegeben. Ja, zwar manchmal ein bisschen Scheiße baut, Mann, aber... Vollblutblatt, Mann. Ich glaube, der Unterschied zwischen dir und Heeres ist, du hast den Bezug zum Realistischen nicht verloren. Du bist einfach ein frecher Pendejo, der nichts gerne sagen lassen will. Allerdings kann ich dir sagen, dass Heeres nicht so ist. Womit rechtfertigt er den Blattout von Playboy? Er hat gesagt, Playboy passt nicht zu uns. Soll ich dir sagen, wieso er das gesagt hat? Weil Playboy redet und Heeres will schießen. Ich habe mit Levin von euch geredet. Levin ist ein sehr guter. Er sagte zu mir, Heeres wird dich wahrscheinlich blattouten. Ich sagte zu ihm, Heeres wird dich wahrscheinlich blattouten. Wieso? Weil er mich entfesselt hat, wo ich heute Morgen fliehen konnte. Er sagte, ja, ich habe Scheiße gebaut, aber Heeres wird mich sowieso nicht blattouten, weil ich gut schießen kann und er braucht Leute wie mich. Das ist traurig, Sosa. Ja, ich weiß. Eine Familie besteht nur aus einer Familie, weil Leute gut schießen können. Das heißt, er kann gar nichts mit ihnen anfangen. Aber hör mir zu, wie soll es denn dort und anders funktionieren? Sei ganz ehrlich, ganz ehrlich. Würdest du zum Beispiel, wenn 10 Leute von dir weg sind, 10 gute Schützen von dir, würdest du irgendwelche Leute reinnehmen bei dir, die gar nicht schießen können? Natürlich nicht. Hermano, ich mache es aber nicht davon aus, dass Leute nur schießen können. Hey, das kennt seine eigenen Leute gar nicht. Er kennt seine eigenen Leute nicht. Levin hat uns zugegeben. Er hat uns zugegeben, dass die GmbH euch Leute geschickt haben. Erstens das, er kommt selber von der GmbH. Zweitens, Sosa, haben wir bei uns genug, die nicht schießen können. Wie doch auch. Naja, Sepp ist ja jetzt weg. Playboy auch. Frank kann nicht schießen. Was? Frank ist jetzt nicht so ein guter Schütze, Mann. Frank hat einmal 12 von uns alleine geholt. Verarsch mich nicht, Sosa. Ja, das war, weil er oben gechillt hat. Zum Beispiel ich. Ich bin jetzt mit einer Pistole auch nicht so. Weißt du, wie ich mein? Oder ein OG Muerte. Aber der ist nur ein Sugar Daddy da, Mann. Ich kenne meine Familie auch irgendwie nicht mehr. Wie lange bin ich schon bei dem Platz? Ein Jahr? Ich sag dir ehrlich, gefühlt schon immer, ich kenne dich nicht anders als dein Blattler. Du warst in letzter Zeit oft nicht wach, ja? Das stimmt. Weil dir die Motivation fehlt. Weil mir die Motivation fehlt, ja.
Ist es so weit entfernt, dass du geblattortet wirst? Sei ehrlich! Ich sag mal so, bevor ich geblattortet werde, spiele ich lieber selber mit den Gedanken zu gehen. Und ich glaube nicht, dass ich geblattortet werde. Und wieso? Weil du so eine wichtige Rolle bei dem Platz hast? Weil du so viel nach deiner Meinung gefragt wirst? Weil du so viel für die Platz tust? Wieso? Erstmal weißt du gar nicht, ob ich viel für die Platz tue oder nicht. Doch weiß ich, Hades sagt selber, du tust nichts. Das weiß ich nicht so genau, ob er das sagt. Das hat er beim letzten Mal gesagt, damit ihr euch bereichert fühlt. Er hat es erst heute wieder gesagt. Heute hat er das gesagt? Er hat es heute wieder gesagt. Sei ganz ehrlich zu mir. Ich bin 100% ehrlich zu dir. Hades spielt 100 Millionen % mit den Gedanken, dich zu blattorten. Und ich sag dir eine Sache. Alles, was du jemals erlebt hast, seitdem du in Dortmund bist, wirst du vergessen. Du kennst keinen Mr. Bitcoin mehr. Du kennst keinen Olaf Schaf mehr. Ich kenn dich, doch. Klar kenne ich euch. Olaf Schaf kennst du noch. Oh, wo du mich kennengelernt hast, warst du bei dem Platz. Ich war auch mal bei den OGs und da habe ich dich kennengelernt. Stimmt. Ja, so hätte ich das nicht gedacht, ne? Hast du recht. Naja, du wirst sehr vieles vergessen, Armano. Das kann ich dir sagen. Naja, Armano. Es ist natürlich deine freie Wahl. Was ich dir sagen will, ist das, was ich dir schon die ganze Zeit sage. Stürze Hades, nimm seinen Platz und führ die Platz wieder dorthin, wo sie hingehören. In einem normalen Platz. Tust du das nicht, wird dich Hades früher oder später blattouten. Dir deinen Platz wegnehmen und du wirst auf der Straße landen. Nie wieder ein Platz sein. Hades ist gebrochen. Natürlich. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Er spielt mit den Gedanken, ob er das Ganze noch kann oder nicht. Ich hasse Kriegen mittlerweile. Früher habe ich mich gefreut, aber jetzt nicht mehr. Ich find's nur Bist noch du müde geworden? Natürlich bin ich müde geworden. Ich bin heute aufgestanden und das Erste, was ich gehört habe, ist, Kali reitet in 2 Minuten ein. Willst du so aufwachen? Ja, wenn du dich mit Kali anlegst, dann passiert sowas. Ich habe euch schon mal gesagt, der Maus unterschätzt uns nicht. Ich werde auch langsam müde, Mann. Weißt du, wie ich meine? Das, was gerade mit dem Platz passiert, hat Hades vor wenigen Monaten noch mit den OGs gemacht. Er hat sie von innen heraus kaputt gemacht, mit seiner dreckigen Art. Ja, ich weiß. Die jedem auf die Nerven geht. Sowas habe ich doch auch im Hinterkopf. Also ist meine Frage, dann bete doch mal Marcel Hades an. Bist du nicht gleichgestellt mit Hades, Sosa? Doch, klar. Also, Hades, du wirst jetzt für eine Woche lang die Schnauze halten und keine Geschäfte übernehmen. Ich mache die Familiengespräche, ich mache alles andere. Habe ich schon in meinem Kopf gehabt, dass ich das vorschlage, ja. Aber? Aber ich muss auf den richtigen Zeitpunkt warten. Und jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gekommen, weil alle gebrochen sind. Du suchst im Endeffekt aus, wo deine Familie steht, im Trümmerhaufen. Oder ganz normal auf der Straße, dort, wo sie hingehört. Ich bin aus Versehen runtergefallen. Alles gut? Scheiße, Mann, meine Klamotten sind nass. Tja, meine jetzt auch. Was machen wir jetzt? Ja, die Schnauze ist Wasser. Naja, Armano, du bist von Grund auf ein Blatt. Sei einfach du selbst und du kannst gar nicht versagen. Und ich glaube auch, dass dich einige Sachen nicht interessieren würden, so wie es sich auch für eine Gang gehört. Aus einigen Sachen muss man sich einfach raushalten. Das ist einfach so. Und ich kann dir nur als Tipp geben, Armano, versuch Sepp wieder in die Blatt reinzuholen. Ich sag dir ehrlich, Sepp ist ab und zu ein Sturkopf. Aber ohne ihn laufen die Blatt nicht mal halb so gut, das kannst du mir glauben. Das brauchst du mir gar nicht zu glauben, du weißt es. Natürlich weiß ich das. Aber wo bleibt jetzt unser Eismann? Boah, jetzt habe ich echt richtig Bock auf einen Eismann. Eher bei der Tankstelle holen wir. Boah, ich habe jetzt richtig Bock auf einen scheiß Eismann. Ich will ein himmelblaues. Bunten Streusel. Jo, die haben nur noch Stracciatella. Ich hasse Stracciatella. Dann, ja, ich habe was anderes für dich. Was willst du sonst? Was gibt es denn außer Stracciatella? Das esse ich nicht. Die haben Drachenfrucht, Kinder Bueno, Schokolade, Vanille, Erdbeere und Schlumpf. Schlumpf ist doch himmelblau. Ich will Schlumpf mit bunten Streusel. Okay. Du kleiner Pendejo. Himmelblau, Mann, mit Streusel. Ich hol mir selber ein Scheiß-Eis. Hola, Chucha. Ich hätte gern ein Scheiß-Eis, Mierda. Blaue Farbe. Ja, genau, wie dein Jogginganzug oder was das auch immer ist, was du anhast. Mit bunten Streusel. Bunten Streusel. Ja. Sosa, willst du noch Kaugummi für deinen Mundgeruch? Bunte Streusel sind aus. Wieso sind bunte Streusel aus? Willst du mich verarschen? Er hat selber bunte Streusel auf sein Eis. Vorhin kam hier so ein Typ mit 2 Punkten auf der Stirn. Er hat alles weggegessen. Was soll das für ein Pendejo sein? Keine Ahnung, Mann. Er hatte wohl ganz Hunger, Mann. Der hat den ganzen Tag nichts gegessen. Naja, scheiß auf ihn. Auf jeden Fall. Dann nehme ich nur himmelblau. Ihr Himmelblau.
Gracias. Adios, Chucha. Rest kannst du behalten. Das ist endlich der Eismann. Ja, ja. Leider keine bunten Streusel. Da war wohl irgendjemand, der das gegessen hat, alles. Konnte ich auch nicht nehmen. So eine nervige Scheiße. Warte mal, hart auf hart muss ich jetzt das Hundefutter essen. Ich hab nichts. Wieso? Ich hab nichts. Kann nicht jeder eine ganze Kiste auf Sorbitch zu Hause haben, Mann. Ja, das stimmt. Also ich hab noch eine. Echtes? Natürlich. Ich hatte noch 3 Stück von dir. Stimmt! Du Wichser, Alter. Ich hab mich gefragt, wo bleiben meine Sour Patch, Alter? Ich hab mich gefragt, wann du das merkst. Alter, ich hab mich so abgefuckt, Alter. Ich hab mich so gefreut, als ich zu Hause war. Ich hab sogar meine scheiß AirPods verloren. Wieso das denn? Keine Ahnung, Mann. Egal, meine Unterhose hab ich bei ihm liegen lassen. Ich weiß nicht. Alleine, dass er raten musste, wem sie gehört, ich bitte dich. Meine sieht aus wie eine Decke. Nee, hab ich mir auch gedacht, Alter. Hab ich schon ein bisschen geschmeichelt gefühlt. Adios, Sosa. Oh, rein, Mann. Und meld dich, wenn was ist, ja? Alles klar. Kleiner Wichser, Mann. Nie wieder klaust du meine 130€ Schokolade und meine Sour Patch, Mann. Immer komme ich mit leeren Händen nach Hause. Weißt du, was das Problem ist? Was? So wie jetzt gerade, Hermano. Du hast doch dein Eis hier in diesem Auto vergessen. Ey! Vamos, SGE. Wo ist er langgefahren, Digga? Da kann man gar nicht langfahren. Kann man doch nicht lang, ne? Wichser.